Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus Mainich. Präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. Folge 12 von Kabinengeflüster, dem Handball-Podcast vom Medienhaus Mein Echo. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Der Name ist nämlich in den Folgen zuvor schon etliche Male gefallen. Und da habe ich mir gedacht, okay, mussten heute auch einfach auch mal einladen, damit die Leute vielleicht wissen, sag mal, von wem reden die da eigentlich die ganze Zeit. Vor mir sitzt Djukas Jussis, der Kreisläufer aktuell aus meiner Mannschaft von der HSG Hanau, unter anderem auch bei den TVG Junioren aktiv gewesen in seiner Zeit in der Jugend. Und ja, damit herzlich willkommen zu Folge 12, präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. Servus, Djukas. Servus, Can. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass du hier bist und dass das so spontan geklappt hat. Hab dich ja die Woche einfach mal angehauen und hab gesagt, ey, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht mal eine Folge aufnehmen? Super, dass es gepasst hat und deswegen jetzt erstmal, so wie immer, stell dich doch bitte einfach mal selbst vor. Ja, ich bin der Djukas, bin 24, gebürtig aus Vilnius in Litauen. Und wohne jetzt seit circa einem halben Jahr in Hanau. Bist auch nach Hanau gezogen. Genau, ja. Mit der Freundin zusammen. Genau. Was machst du neben dem Handball gerade? Ich arbeite auf Teilzeit im Autohaus als Verkaufsassistent. Ja, hab da eine 4-Tage-Woche und Ja, freitags hast du frei, ne? Genau, deswegen. Wunderbar, deswegen sitzen wir hier an einem Freitag Vormittag um 11.30 Uhr, um die Folge aufzunehmen. Ja, in der letzten Folge mit Julian Ohm habe ich ja erzählt, dass ich nach Darmstadt ins Stadion gehen wollte. Und da ist mir auch einfach mal wieder aufgefallen, dass es ein Ticken angenehmer ist, einfach in die Handballhalle zu gehen und sich ein Handballspiel anzuschauen, als ein Fußballspiel im Stadion. Das war eine ganz lustige Geschichte, möchte ich jetzt einfach für die Leute auch mal erzählen. Wir standen da im Stehblock bei den Darmstadt-Fans und vier ganz normal einfach auch mitgesungen, die Lieder, ne, mit angefeuert. Wir sind ja Darmstadt-Sympathisanten, jetzt keine Fans, aber Sympathisanten. Und dann kommen in der Halbzeit so 4, 5 Darmstadt-Ultras auf uns zu und fragen uns, ey, woher kommt denn ihr eigentlich? Ja, ich komme aus Babenhausen hier. Der Luca hat dann gesagt, er kommt aus Dieburg. Ihr seid doch Frankfurter. Und dann sind die Typen auf uns losgegangen und wollten uns zusammenschlagen, ne, weil sie gedacht haben, wir wären Frankfurt-Fans. Ja, du kannst einer sein. Schaust ja ein bisschen so aus. Ich meine, die hatten da schon den richtigen Riecher, weil ich bin schon ein Frankfurt-Fan, ne? Aber das wussten sie ja eigentlich nicht. Und dann laufen die uns, und dann gehen wir aus dem Block raus, ja, okay, wir können da jetzt nicht mehr in den Block rein, ne? Und dann laufen die uns hinterher. Das heißt, wenn wir irgendwann alleine gewesen wären, dann wollten die uns wickeln. Also die wollten uns zusammenschlagen, ne? Wir dann, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir zu den Ordnern hin und haben gesagt, ey, pass auf, wir kommen hier nicht lebend raus. Und dann haben die uns zum Glück geholfen. Aber glaub mir, ich hatte selten so eine Angst wie in dem Moment. Hat euch doch jemand abgeholt, oder? Ja, wir wurden dann abgeholt, weil da kannst du dich ja auch nicht wehren, ne? Nee. So, weil wenn du da irgendwie zurückhaust, so, dann kommen 3000 Darmstädter. Das geht ja auch rum, also wenn da einer sagt, hier sind Frankfurter, dann... Ja, genau, ne? Aber es war halt so, wie kommen die Typen darauf, dass wir Frankfurt-Fans sind? Es war halt so, wir sind alle über 1,90 Meter groß und haben gesagt, ey, ihr seht halt einfach so aus, als wärt ihr irgendwelche Schlägertypen. Wir haben euch hier noch nie gesehen. Also ihr kriegt jetzt auf die Backen. Sein, ja. Alter Schwede, ey. Gut, das einmal davon, von meinem Erlebnis letzte Woche aus dem Stadion in Darmstadt, ne? Also Leute, entweder ihr hockt euch auf dem Sitzplatz oder ihr geht einfach Handball gucken. Oder das nächste Mal nach Frankfurt. Oder das nächste Mal als Frankfurt-Fan. Als Frankfurter Frankfurt-Fan, ja, genau. Nee, aber jetzt kommen wir mal wieder auf den Handball zurück. So wie eigentlich mit jedem Gast will ich mal so ein bisschen deinen handballerischen Werdegang einfach auch durchgehen. Wo hast du bist in Litauen geboren, wann bist du nach Deutschland gekommen? Wir sind so mit, war ich 8, 9 Monate alt, sind wir nach Deutschland gezogen. Meine Mutter hat ja erste Liga gespielt in Nürnberg, Bad Hersfeld und dann zuletzt in Sulzbach, wo ich dann auch angefangen habe mit Handball. Bei den Minis bis zur E-Jugend, glaube ich. Und dann gab es ja diese Gemeinschaft mit Obernburg und Ellenbach. Die JSG Untermain. Untermain, ja. Genau, da war ich dann bis zur C-Jugend. Ja, und dann geht's schon in die TVG Junioren Akademie. Okay. Wo ich dann die komplette B-Jugend und A-Jugend dort war. Ja, so war es in der Jugend. Dann ging es im Männerbereich nach Großbieberau. 2 Jahre lang. Ja,
in Großbiebrau, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Dann bist du ja zu meinem Heimatverein nach Babenhausen, oder? Genau, für ein Jahr war das, beziehungsweise für ein halbes Jahr, weil er Corona angefangen hat. Aha. Hat man, glaube ich, 8, 9 Spiele. Eins gewonnen gegen Obernburg. Mhm. Geil. sonst nichts. Ja. Ja, und dann nach Plauen in Osten, würde ich mal sagen. Okay. Auch für 2 Jahre. Ja. Und jetzt bin ich in Hanau gelandet, ja. Genau. Gut, über diese TVG-Junioren-Akademie-Zeit, da habe ich jetzt auch schon mit Leon David und Johann Tobi Raab und genau Fondi viel gesprochen. Die Geschichte kennen die Zuhörer wahrscheinlich schon in- und auswendig. Genau. Wie bist du nach Babenhausen gekommen? Gut, ich war ja nach der Jugend in Biberau. Nähe von Darmstadt, habe da eine Ausbildung als Verfahrensmechaniker angefangen in Darmstadt und hatte noch ein Jahr Ausbildungszeit und mir war es wichtig, die Ausbildung fertig zu machen und halt in der Region zu bleiben, also Darmstadt Nähe. Und hatte da schon während der Biberau-Zeit schon Kontakt mit Babenhausen, damals noch mit dem Olli Schulz. Ah, der Olli war Trainer, ja. Genau. Mhm. Hatte ich da schon Kontakt und habe mich dann dazu entschlossen, noch ein Jahr den Weg nach unten zu gehen von dritte Liga, Oberliga, was ja schon mit Leon David. Mit Leon drüber gesprochen, ja. Genau, ja. Also du bist ja auch noch ein Beispiel, wo man sagt, ey, das muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn man auch einfach mal einen Schritt zurückgeht, ein bisschen Anlauf nimmt. Ne? Ja, genau. Also nach der Jugend bist du also nach Biberau, von Biberau nach Babenhausen, von Babenhausen nach Plauen. Ja gut, weil du gerade bei Groß-Biberau so gezögert hast. Ich glaube, der Leon David war es, glaube ich, der hat dann auch gesagt, dass es halt in Biberau für dich überhaupt nicht lief. Woran lag das? Ja, da gab es viele Faktoren, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ja. Eine schwere Zeit, unschöne Zeit für mich. Von beiden Seiten wurden da viele falsche Sachen gemacht. Mhm. Da nehme ich mich jetzt auch nicht außen weg, sondern... Ach so, okay, das heißt, es war nicht nur handballerisch, sondern auch einfach vielleicht zwischenmenschlich, genau, hat es dann vielleicht nicht immer gepasst. Genau. Ja gut, das kann auch immer mal wieder sein. Es gibt einfach so, ich meine, da gab es auch von mir verschiedene Faktoren. Ich bin nach Biberau gekommen, in der ersten Vorbereitungsphase hatte ich einen Muskelfaserriss. Mhm. Im ersten Training nach dem Muskelfaserriss habe ich mir einen Meniskus gerissen. So war dann die halbe Saison schon weg. Das ist natürlich ein miserabler Start, ja. Genau, und dann hieß es für mich erstmal Landesliga in der zweiten Mannschaft. Mhm. Und dann im zweiten Jahr wurde ich zur U20 in der Vorbereitung eingeladen, zur Nationalmannschaft, wo ich in der Vorbereitung auch einen ganzen Monat weg war, was mir halt natürlich auch nicht in die Karten gespielt hat, ist verständlich. Gut, aber wenn von deinem Heimatland die U20-Nationalmannschaft anruft, so, genau, das ist natürlich, ja. Das will man halt einfach machen, auch wenn es halt eine B-Europameisterschaft ist, da gibt es ja in der Juniorenbereich gibt es ja A-Europameisterschaft und B, aber wenn du die Chance hast, für dein Land zu spielen, auf jeden Fall. Wird, glaube ich, keiner Nein sagen. Ja, gut, und dann war auch das zweite Jahr dann ziemlich verkorkst, einfach weil du dann erstmal einen Monat weg warst. Genau, ich war ja fast die ganze Vorbereitung weg. Ja, und dann... Okay, das heißt, du wusstest dann auch schon relativ früh... Zur Winterpause war... Ich werde den Verein verlassen. Genau. Ja, okay, okay. Gut, dann kam Babenhausen mit Corona und das war dann Oberliga und Plauen, wo du dann hingegangen bist, das war dritte Liga dann. Nee, das war auch Oberliga. Oberliga und ihr seid aufgestiegen? Genau. Ah, okay, also, aber wie... Was heißt aufgestiegen? Auch 5 Spiele gemacht und in die Liga gekauft, würde ich mal sagen. okay. Aber wie ist der Kontakt da in den Osten gekommen, nach Plauen? Wie bist du da hingekommen? Ich war bei der A-Nationalmannschaft und wurde von der Agentin dann angesprochen, die mir dann ein bisschen helfen wollte, weil ich noch in Babenhausen war. Und da gab es für mich 2 Optionen, entweder zu einem Drittligaverein im Süden oder halt den Schritt Oberliga, aber mit Potenzial nach oben. Mhm. Und habe mich dann für die Oberliga entschieden, weil ich halt so schlechte Erfahrungen mit dem Schritt in die dritte Liga gemacht habe. Was jetzt, würde ich mal sagen, auch der richtige Schritt war, in die Oberliga da zu gehen. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben uns reingekauft. Die Saison wurde abgebrochen. Es hieß, wer will aufsteigen? Keiner hat sich gemeldet. Wir waren die einzige Mannschaft in der mitteldeutschen Oberliga, war das. Und dann
Ja, krass, ey. Ja, gut, und dann hieß es dann dritte Liga. Wie war denn dann? Das war ja dann dein erstes richtiges Drittliga-Jahr, kann man sagen. Ne? Also Bibor nehme ich da jetzt mal raus. Ja, also okay. In der Abwehr war ich immer gesetzt. Im Angriff habe ich mir Spielzeit mit einem Jason geteilt, der auch schon etwas älter ist. Beziehungsweise, was heißt älter? Ich glaube 29, 30 ist er jetzt mittlerweile. Habe viel Verantwortung bekommen. Habe mich sehr gut weiterentwickelt, muss ich sagen, also menschlich als auch handballerisch, weil ich halt einfach das Vertrauen da bekommen habe. War jetzt nicht so erfolgreich das Jahr. Wir haben, glaube ich, die ersten 12 Spiele haben wir alle verloren. Okay. Ein Spiel unentschieden und dann das letzte Spiel in der Hinrunde gewonnen. Okay. Am Ende wurde es dann nochmal knapp in der Abstiegsrunde, haben wir gegen Lübeck zweimal gewinnen müssen, um drin zu bleiben, haben einmal gewonnen, einmal verloren. Okay. Ja, und dann sind wir jetzt letztes Jahr abgestiegen. Okay, ja gut, aber dafür, dass ihr ja eigentlich gar nicht sportlich aufgestiegen seid. Wir hatten keine schlechte Mannschaft, also okay. Waren schon große Namen dabei. Ja. Große Namen dabei, also kennt man da jetzt jemanden? Ne? Aus Aue, den Ladislav Brückner zum Beispiel, Halbrechter. Okay. Sebastian Naumann, rechts außen. Sebastian Naumann, den kenne ich, gegen den habe ich in der Jugend immer gespielt. Genau. Der Junge, das war einer der besten A-Jugendspieler, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ja, der hat ja Probleme mit seinem Knie da gehabt, so Kreuzbandrisse, glaube ich, deswegen da auch den Schritt zurückgegangen. Okay, krass. Ivo Kochadik noch. Der hat in Saarlouis gespielt und in Hildesheim. Ja, kenne ich. Slowake. Ja, kenne ich. Ja. Gegen den habe ich auch schon gespielt, als er in Saarlouis war, ja. Die Spiele in Saarlouis, die waren eh immer, ich meine, wir haben ja dieses Jahr auch in Saarlouis gespielt und das war Pustekuchen gegen... Es war erstmal nicht viel los und die Zuschauer waren sehr harmonisch unterwegs. Also als ich mein erstes Spiel in Saarlouis gemacht habe, mit der zweiten Mannschaft von Rhein-Neckar-Löwen, ich weiß auch nicht, was da los war. Die haben gedacht, wir sind die erste Mannschaft wahrscheinlich. Die Hütte hat gebrannt. Es war vor Corona auch noch, ne? Also... Und dann kann ich mich nur erinnern, da habe ich einmal einen Ball gehalten, habe mich halt, so wie ich mich halt freue, ne, auch mal ein bisschen lauter gefreut und so. Und dann sitzt da nur so der Wischer sitzt da neben meinem Tor und guckt mich an und sagt so, geh in dein Tor, du Wichser. Und ich so, was? Was hat er gerade gemacht? Von den Zuschauerrängen siehst du nur irgendwelche Mittelfinger auf dich zeigen. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, ey, was ist denn hier los? Da hattest du doch schon erzählt, dass die dich gern haben, die Zuschauer von Saarlouis. Die Zuschauer in Saarlouis, die haben mich total gern. Ja. Und das ist wirklich ganz klasse, dass ich mir dieses Jahr in Saarlouis wieder so einen Aussetzer geleistet habe. Ne? Und da in der letzten Sekunde dann die rote Karte bekommen habe. Hast wieder einiges gut gemacht bei den Zuschauern. Ja, jetzt mögen sie mich wahrscheinlich. Ja. Naja, gut, ja genau. Und dann nach Plauen, Moment mal, jetzt kommen wir erstmal zur litauischen Nationalmannschaft. Okay. Ne? Weil das interessiert mich ganz persönlich. Da wurdest du zur A-Nationalmannschaft, wurdest du eingeladen, als du in Plauen warst, oder? Nee, in Barmhausen. In Barmhausen schon? Und in Plauen, also ich war bei zwei Längen. Okay, und wie kam das? Hat dich da einfach der Trainer angerufen und gesagt, ey, oder? Es ging erstmal los über die U20. Mhm. Ich war... Wenn ich im Sommer bei meinem Vater zu Besuch war, war ich öfters bei der Mannschaft in der Hauptstadt im Training und der Trainer hat da auch die U20 übernommen und durch die U20 sind die auch aufmerksam auf mich geworden und ganz einfach über Facebook eine Nachricht gekriegt, ob ich da und da Zeit habe und Lust. Und, geil, Facebook. Ja, geil. Ganz klassisch, ja. Und dann, also das heißt, du warst bisher bei zwei Lehrgängen von da und hast auch schon spielen dürfen? Ich habe zwei offizielle Spiele gegen Weißrussland und zwei inoffizielle gegen Minsk, gegen die Mannschaft und gegen eine litauische Mannschaft noch. Okay. Ja, geil, Alter. Und wie kann ich, also ich meine, die litauische Nationalmannschaft ist ja jetzt nicht ganz so, also nicht sportlich nicht ganz auf dem Level wie die deutsche, würde ich mal so sagen. Ja, also letztes Jahr... Das erste Mal bei einer EM dabei seit 19 Jahren, glaube ich. Also, Also der Povilas Babaskas vom TV Großwallstadt ist ja auch dort mit seinem Bruder in der Nationalmannschaft. Genau. Krass, ey, das ist dann über Facebook. Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich damals das erste Mal in Hanau war in der ersten Mannschaft und da ging dann die Vorbereitung los zur Saison 17, 18, glaube ich. Mhm. Und da ich habe nie in meinen Facebook-Messenger reingeguckt. Und auf einmal sehe ich da auch eine Nachricht von Klaus Gärtner. Ne, und ich so, warte mal, Klaus Gärtner?
Der war zu der Zeit Co-Trainer von der ersten Mannschaft bei den Rhein-Neckar-Löwen und Jugendkoordinator bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und da sehe ich nur, Klaus Gärtner, ich will dir eine Nachricht senden auf Facebook, und ich direkt mein Herz einen Sprung gemacht, ich da draufgegangen und so. So war es bei mir, genau so. So, ey, was will denn der jetzt von mir? Und dann sehe ich da nur, ja, Jan, ey, wir suchen für die nächste Saison, also vor der Saison haben sie schon für nächstes Jahr angefragt. Und haben dann gesagt, ey, wir suchen einen dritten Torhüter für die erste Mannschaft, einen ersten Torhüter für die zweite Mannschaft, wie sieht's aus bei dir? Und ich wusste, ey, Alter, du hast jetzt noch ein ganzes Jahr in Hanau vor dir, aber ich will das machen, so, ne? Ich muss da hin, wenn ich irgendwie Profi werden will oder so. Und dann habe ich auf Facebook ganz einfach zurückgeschrieben, mache ich. Das war dann ganz einfach, ja. Ich habe dann zu der Zeit gerade meinen Berater bekommen und hatte eigentlich sogar noch ein Jahr Vertrag in Hanau. Also ich hätte eigentlich gar nicht gehen können, aber wir haben uns dann geeinigt. Und dann hat die HSG mich vorzeitig gehen lassen, ne, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen dir keine Steine in den Weg legen. Tu dich mal verbessern und komm dann wieder, ja. Genau, werd mal besser und komm dann wieder so ungefähr. Ne. Haben auch sofort gesagt, ey Jan, wenn du jemals zu uns zurückkommen willst, bitte, wir empfangen dich wieder mit offenen Armen. Und so war es ja jetzt auch, ne? Mit einem kleinen Zwischenstopp in der zweiten Liga beim TVG. Aber ja, so schnell kann es gehen. Ja, Nationalmannschaft bei mir, also türkische Nationalmannschaft ist ja bei mir auch gerade vielleicht so ein kleines Thema. Da hapert es aber gerade noch irgendwie mit der doppelten Staatsbürgerschaft, weil ich meinen deutschen Pass einfach nicht abgeben will. Du musst erstmal Türkisch lernen. Dann muss ich auch erstmal Türkisch lernen, genau, wenn ich für die Türkei spielen will. Aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich aber auch eine Story dazu, so ein. Ich glaube, in den ersten zwei Trainingseinheiten war das, ich war einfach total nervös, was auch verständlich ist als Jüngster da. Stand in der Abwehr neben Gerdas Babaskas, also von Poblas, der Bruder. Ja. Und da sagt er so zu mir, kannst du überhaupt Litauisch? Also keine Ahnung, ich wusste halt die Wörter nicht, so mein Mann oder dein Mann oder so. Und ich habe halt nichts rausgebracht. Nee. Und hat auf einmal mit mir angefangen, Deutsch zu reden. Mitten im Training, das war mir so unangenehm. Nach dem Training muss ich ihm erstmal sagen, yo, ich kann Litauisch. Ja. Geil, ja, aber du warst halt einfach so aufgeregt, oder was? Total, ja. Ja, krass, ey. Ja gut, ich meine, das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man da ein bisschen aufgeregter ist, weil die Typen, die spielen ja, ich meine, wo hat der Gerdas gespielt? Frankreich, erste Liga. Ne? Dann Malaschinska, ich von Melsung. Von Melsung, genau, dann hier von Dresden, der Rückraumrechte. Dumtschus, genau, Petraikis von Lübecke. Und der jetzt zu Stuttgart gegangen ist, jetzt die Woche. Ah, Trocha Norbitschus. Ist das der von Zaporozhye? Nee. Ja, genau. Ist es der? Der hat ja damals noch in Montpellier gespielt. Ach, also genau. Als frischer Champions League-Sieger. Das sind schon. Stand er da neben mir so. Ein paar Charaktere, ne, ja. Die haben ersten, zweiten Liga international gespielt. Und ich komme da aus der Oberliga. Und du kommst ohne aus Babenhausen. Genau, ohne Harz auch noch, ey. Genau, also. Da prallen dann schon Welten aufeinander, ja. Aber mega interessant. Aber ich meine, hast du dann, wie war das für dich? Würdest du von dir sagen, ey, du hast da einfach mithalten können, handballerisch? Oder nee. Konntest nicht mithalten? Nee, also erstens, weil ich so nervös war, einfach keinen Fehler machen wollte. Und weil ich halt auch einfach nicht diese Trainingsbelastung gewohnt war. Wir haben 2-3 Mal am Tag trainiert. War ein geregelter Ablauf, Tagesablauf, wenn du frühstückst, direkt ins Training, Mittagessen, wieder Training, Abendtraining, Abendessen und abends natürlich noch eine Runde Poker mit den ganzen Stars. Was auch ziemlich witzig war, ich glaube, jeden Abend eine Runde Poker, jeder ein Zehner, los geht's. Ja gut, wenn die dann hier mit ihrem Elbflorenz-Dresden-Gehalt kommen. Ja, ja, genau. Und du mit deinem Babenhausen-Spritgeld. Ja, okay. Da gab es einen wilden Abend, da war ich da nicht mehr dabei. Da haben sich die ganzen Profis getroffen, haben Cash-Game gemacht. Also, da lagen ein paar Scheine auf dem Tisch. Ja. Also wir haben beim TVG haben wir auch immer gepokert auf den Auswärtsfahrten. Aber kann man wahrscheinlich auch nicht. Das war dann einfach okay, Cash-Game. Ne? Also jeder geht so mit 15 Euro rein. Ja. Und wenn's weg ist, kannst du nachkaufen. Oder 1.000. 1.000, yo, 1.000. Ich glaube, was habe ich da mal? Ich glaube, das Maximum, was ich da mal gewonnen habe, war 150 Euro. Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, okay, du kaufst dich zweimal nach, also 45 Euro dann im Endeffekt. Ja. Und danach ist Schluss. Ja. Ich meine, auf der Rückfahrt war es dann manchmal so, wenn du dann auch ein paar Bierchen getrunken hattest auf der Rückfahrt. Ne? Da war die Risikofreundschaft ein bisschen her. Genau, ja. Und dann bist du auch mal, ja, komm, gehst jetzt einfach mal all in hier. 7-2, ja. Schmeißt die Chips rein, ne? Ja.
Also das war dann auch, aber eins kann ich sagen, auf der Hinfahrt war Mario stark. Das war kein guter Pokerspieler, ne? Weil er da noch kein Bier getrunken hatte. Aber wenn der auf der Rückfahrt sein erstes Bierchen in der Hand hatte. Kommen die Lügen, ja. Und dann, nee, dann, der war einfach, da ist gekommen, was er gebraucht hat. Also okay. Das war wirklich unfassbar, wirklich jedes Mal. Und immer wieder für Lacher gut. Es war wirklich ziemlich, ziemlich witzig. Ja gut, machen wir mal weiter. Jetzt kommen wir von der litauischen Nationalmannschaft und Plauen. Kommen wir aufs Hier und Jetzt. Wie ist der Kontakt zur HSG entstanden, zur HSG Hanau? Angefangen hat es mit einer Nachricht von Jonas Arnsmeier. Ah, okay. Der hat gefragt, ob er die Kontaktdaten an Olli weitergeben darf. Mhm. Dann von Olli an Hannes. Okay. Komplizierter Weg, aber. Über Umwege, der Hannes hätte auch einfach dich fragen können, genau. Oder so, ja. Na, die wollten erstmal abklären, ob überhaupt Interesse besteht und wie meine vertragliche Situation ist. Mhm. War eigentlich zu dem Zeitpunkt schon kurz davor, in Plauen zu verlängern. Okay. Haben es noch rechtzeitig geschafft, würde ich mal sagen. Und ja, dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Ich glaube, 3-4 Wochen und dann war das Ding durch. 3-4 Wochen, das findest du schnell, 3-4 Wochen? Ja, der Hannes, der lässt sich immer ein bisschen Zeit. Okay, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Aber okay, aber für dich die Entscheidung, ich meine, Heimatnähe hat er wahrscheinlich auch. Ich habe mich riesig gefreut, ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. War auch überrascht, weil in Plauen, die Leute, habe ich gedacht, vergessen mich einfach. Sehen mich nicht mehr, aber ist anscheinend nicht so. Okay, ist anscheinend nicht so? Okay. Ja, also Der Seite aus. Ja. Ja. Ach so, meinst du das? So ja, meinst du das? Ja. Ah ja, okay, ich habe verstanden. Nee, ist anscheinend nicht so. Aber ich meine, das war ja auch jetzt irgendwie, läuft ja irgendwie, oder? Würde ich mal so sagen. Jetzt, kann man so sagen, also ja. Entscheidung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Mit was für Erwartungen? Ich meine, du warst ja... Du hast hier in der Gegend in Bibrau gespielt, das war ein Schuss in den Ofen, also kann man so sagen. Ne? Also mit das, David zusammen, will ich nur mal kurz erwähnen. Genau, mit deinem aktuellen Positionspartner genau. Auch zusammen. Ne? Genau. Also das war ein Schuss in den Ofen, kann man so sagen, glaube ich. Nach Plauen, also Babenhausen, Plauen, Oberliga, dritte Liga. Und jetzt ja zur HSG, wir sind schon ein ambitionierter Drittligist, würde ich mal sagen. Ist ein Name, Tag, ja. Ne? Ja, ist ein Name. Hättest du das so erwartet, wie es jetzt ist? Ich meine, du brummst jedes Spiel 45 bis 60 Minuten Abwehr und Angriff, ne? Also, ja, wenn ich es hinkriege, ja. Wenn du es hinkriegst, da kommen wir auch noch später drauf. Ja, genau. Ja gut, aber was hättest du vor der Saison gedacht, dass wir jetzt nach dem, ich weiß nicht, wie vielten Spieltag auf Platz 1 stehen? Für mich war erstmal meine Entwicklung wichtig, dass ich mich gut in die Mannschaft finde, dass ich auch zeige, dass ich es auch anders kann, weil die Leute kennen mich nur aus der Zeit in Bibertau und Babenhausen. Ja, und ja. Klar denken dann die Leute, da ist nichts mehr oder keine Ahnung, also so denke ich jetzt mal. Mhm. Da war es mir einfach wichtig, mich auf mich zu konzentrieren, meine Leistung abzurufen, jedes Training Vollgas zu geben, was auch dann nach der Vorbereitung belohnt wurde mit Spielzeit und auch mit dem gewissen Vertrauen im Innenblock. Ja, und jetzt läuft es halt einfach, ne? Genau, für dich persönlich läuft es erstmal und für uns als Mannschaft ja auch. Uns fehlt nur noch ein Punkt bis zur Aufstiegsrunde. Genau. Ich erinnere mich, wir haben vor der Saison so einen Workshop gemacht, in Viernheim, glaube ich. Das heißt, wir zusammen sollten wir eine Platzierung, was ist unser Ziel? Da habe ich auf diesen Zettel Top 7. Ich habe Top 7 geschrieben, frühzeitiger Klassenerhalt. Ja, und jetzt fehlt uns ein Punkt. Ich habe vor der Saison habe ich geguckt, wer dann aufsteigt, ob wir denn gefährdet sein könnten. Ja, so, also wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass wir so eine Rolle spielen. Aber das einfach, was du schon gesagt hast, wir gehen jeden Tag in die Halle, jeden Tag Vollgas. Das investieren andere Drittligisten halt nicht. Ja. Ne? Und auch dieses, ich weiß, es ist nervig, aber dienstags machen wir nach dem Training Blackroll, keine Ahnung, Montagsbeweglichkeit, Donnerstagsbeweglichkeit deine, nach dem Training. Deine Lieblingseinheit. Meine Lieblingseinheit, ne? Ja. Mhm. Also wo du, okay. Das meine ebenso. Ist dann, also. Ja, genau, also wir sitzen dann immer da und denken uns, oh, das ist doch nicht nötig. Aber ich glaube, genau das sind halt eben die Sachen, die uns besser machen als die anderen. Die beachten einfach viele nicht. Genau. Also nehmen es halt für selbstverständlich, dass man sich ausdehnt oder sonst was. Wir machen es halt in der Gruppe. Ja. Quatschen auch manchmal dummes Zeug, aber ja, machen sowas halt unser, ist halt auch unser Ding. Einfach ne, die fünfte Einheit in der Woche. Ne, das, ich meine, der Max hat es vor der Saison gesagt. Der Max war einer der wenigen, der gesagt hat: Ey, nee, wir gehören nach da oben.
weil ich gehe nicht, also Max Bergold, der war auch hier schon im Podcast, ich gehe nicht fünfmal die Woche in die Halle, trainiere jeden Tag, um am Ende mich mit einem sechsten Platz zufrieden zu geben. Nee, also ich will da vorne mitspielen, ne, weil wir auch einfach drauf haben, ne. Ich habe das zu der Zeit noch nicht so gesehen. So eine Einstellung brauchst du dann auch erstmal. So eine Einstellung brauchst du erstmal, ja. Aber ich habe mir erstmal gedacht, okay, vielleicht kleine Brötchen backen, ne, mal ein bisschen low-key halten. Aber ich meine jetzt, gut, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel noch in Dudenhofen. Wir haben schwere Gegner eigentlich noch. Wir haben die ganzen Abstiegsgefährdeten. Ich glaube, das sind Spiele, die sind ekliger als hier gegen Hasloch oder Dansenberg oder so. Ja gut, wenn du, ich meine, wir hoffentlich gewinnen wir jetzt gegen Dudenhofen, dann haben wir die Aufstiegsrunde schon mal sicher und dann kommt es ja zum absoluten Showdown. Kannst du die Leute schon mal einladen nächste gegen Woche? Gegen TuS Ferndorf, genau, 4.3., also an die Leute, die das hören. Da geht es dann um den ersten Platz in der dritten Liga bei uns, um die Meisterschaft in der dritten Liga Südwest, genau, gegen TuS Ferndorf. Ja, so, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir es schaffen in die Aufstiegsrunde. Was glaubst du, was sind deine Erwartungen für die Aufstiegsrunde? Ja, ich bin erstmal gespannt, wie die Einteilung ist, wie wir überhaupt spielen, gegen wen wir spielen. Aber so wie wir jetzt unsere Leistung bringen, Spiel für Spiel, auch wenn wir kein gutes Spiel machen, wir gewinnen, sehe ich da viel Potenzial, dass wir da oben mitspielen können. Also ich meine, wenn es ein Spiel nur ist gegen eine Mannschaft, dann hast du halt mal vielleicht einen guten Tag und die andere Mannschaft einen schlechten und dann stehst du halt oben, ne? Bist du dann irgendwie dann da oben. Also ist alles möglich. Denke ich auch, ja. Genau so sehe ich das auch. Es wird erstmal spannend, genau wie diese Einteilung ist, wie das. Also mein Wunsch ist es, gegen Aue zu spielen. Ne? Dein Wunsch ist es, gegen Aue zu spielen? Na, die alten Kollegen dann zu besuchen. Okay, Das wäre schon was Feines. Aber ich muss wirklich sagen, ich durfte jetzt schon zwei oder dreimal, glaube ich, in Aue spielen. Oh, das ist nicht schön, da zu spielen, ne? Also vor allem, wenn die Halle da voll ist. Also ich hatte nur die zweite Mannschaft von Aue. War jetzt nichts Besonderes, aber das war wahrscheinlich auch nicht war so. War schon komisch, ja. Aber wenn dann da, Alter, wenn die Halle da voll ist und so, da im Osten, also ich meine, die Leute vom TVG, die werden es wahrscheinlich so unterschreiben können, in Aue ist es nie schön zu spielen, ne? Also, ja. Vor allem versteht man die Leute sehr schwer. Ja, seid ihr nicht aus Großwaldstadt? Das hatte ich zwei Jahre lang. Ah, stimmt. Kacke, ich kann mich erinnern, ich glaube, das erste Mal, da habe ich in der A-Jugend, habe ich das erste Mal in Aue gespielt, steige aus dem Bus raus und da sehe ich oben nur so ein NPD-Plakat so an so einer Laterne hängen und ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Die, meine Mannschaftskollegen vorher noch Sprüche gemacht, ey Can, dich müssen wir verstecken, ja, Ausländer. Ne, so. Und ich so, ja, komm, erzählt weiter und ich steige aus, zack, hängt da das NPD-Plakat. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Wirklich, ey, unfassbar. Ja gut, ich meine, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass es für dich persönlich auch einfach super läuft bei uns. Wie ist denn deine vertragliche Situation aktuell? Läufst du nächstes Jahr auch noch für uns auf? Ich habe einen Jahresvertrag unterschrieben. Okay. Das heißt, der läuft dieses aus. Jahr aus, genau. Ja. Aha, okay. Und, also du willst da jetzt nicht zu viel preisgeben, oder was? Nee. Okay. Ja, krass, okay, da wird ja jetzt hier richtig gepokert hier bei uns im Podcast. Ja, nein. Sehr schön. So ist es nicht. Ja, okay, ich kann nur sagen, Jukas, mich würde es unfassbar freuen, wenn der nächste Jahr noch für uns das aufläuft. Lieb, ne? Das ist also sehr lieb. Mein Vertrag gilt nächstes Jahr noch. Ja, deswegen bin ich auch noch am Start. Also wenn du verlängerst, das wäre wirklich schön. Jetzt haben wir auch schon fast eine halbe Stunde rum, Jukas. Und eine Sache, ich bereite mich natürlich auch ein bisschen auf diese Podcast-Folgen vor. Ja, ich gehe dann auf Google und google einfach mal deinen Namen. Ne? Und dann sehe ich da ein Interview vor dieser Saison. Ich muss schon lachen, sehe ich da ein Interview vor dieser Saison. Also für die Leute, die den Jukas nicht kennen und auch nicht wissen, wie er aussieht, also es ist ein ziemlich groß gewachsener und breit gebauter Mann. Ja, ich meine an die 105 Kilo, würde ich mal so sagen. Mhm. Bist du mehr, noch mehr. So, okay. Ich gebe immer 100 an, sieht schöner aus. Du gibst 100 an, ja. Okay, ich würd aber mal sagen, du wiegst mehr als 100 oder vielleicht auch 105. Und dann lese ich nur diese hier von der Offenbach Post war es, glaube ich, lese ich ein Interview mit dir. Und da beschreiben sie dich und auf einmal fällt das Wort Modellathlet. Ne? Mhm.
Würdest du von dir behaupten, du bist ein Modellathlet? Auf jeden Fall. Also wenn jemand das Wort Modellathlet in den Mund nimmt, dann kannst du einfach mich vor Augen sehen. Okay. Okay. Also, nein, also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich musste selber drüber lachen. Ich kann nur sagen, bei der Leistungsdiagnostik vor der Saison und auch in der Winterpause, dem einzigen, dem ich da Konkurrenz bieten konnte, bei den Sprints, bei den Schnelligkeitsübungen, das war der Jukas. Ne? Ich war schneller, komm schon. Ah, da unterhalten wir uns dann nochmal drüber. Also, ich habe mehr zu schleppen, vergiss es nicht. Du hast ein bisschen mehr zu schleppen als ich, ja, aber ich bin halt auch einfach nur ein Torwart. Ne? Also, du musst ja genauso zur Bank rennen, also okay, vergiss es nicht. Ich muss zur Bank rennen, ja. Mega geil. Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen, weil es tut mir leid, aber für mich sieht ein Modellathlet anders aus. Naja, okay. Gut, also dann kommen wir auch schon zu meiner einzigen und zu meiner liebsten Rubrik, der Top 7 Aufstellung. Und du hast dich vorbereitet? Ein bisschen, du hast dich ein bisschen vorbereitet, okay. Also ich werde jetzt einfach die Position nennen und du nennst den Namen, den du da aufgestellt hast und erzählst dann ein, zwei Takte über die Person, ja? Mhm. Gut, dann fangen wir an. Im Tor, wen hast du im Tor stehen? Im Tor habe ich einen Kollegen aus Plauen, einen Benas Weizekauskas. Okay. Er ist ein Litauer. Habe ich mir gedacht, ja. Ist im zweiten Jahr ist er zu uns gekommen. Der hat mich, als er einen Vertrag unterschrieben hat, hat er mich direkt schon auf Facebook und Insta angefragt. Wir haben uns noch nicht gekannt, haben fast jede zweite Woche telefoniert schon. Mhm. Also es war von Anhieb eine gute Freundschaft. Haben dann auch nebeneinander gewohnt. Jeden Donnerstag abwechselnd bei einem daheim gegessen, weil donnerstags war unser freier Tag. Gegessen, wirklich gegessen. Ah, also, okay. Also da hat seine Freundin für uns gekocht. Okay. Seine Freundin für uns gekocht. Geil, ey. Und dann, ja, Weizen wird auch getrunken worden sein, oder? Donnerstags auf jeden Fall. Donnerstags, ja. Der Donnerstag ist eh dazu da, um Weizen zu trinken. Ne? Richtig, also das haben wir jetzt beibehalten. Ja, genau. Ich meine, der Leon David hat ja eine Geschichte erzählt, wo ich, keine Ahnung, eine Woche lang irgendwo vollgesoffen hat. Ich weiß nicht, wovon er da geredet hat. Ich weiß nicht, wo er da war. Okay. Nee, aber mit dem Benners habe ich bis jetzt noch Kontakt. Wir telefonieren jeden Freitag, egal was ist. Wir quatschen einfach nur. Es ist eine gute Freundschaft und richtig verrückter Torhüter. Ich meine, die Torhüter sind eh immer alle verrückt, aber er besonders. Ja. Deswegen, er steht bei mir im Tor. Okay. Ja, die Torhüter, die einen mehr oder weniger verrückt. Genau. Ja, also, da sage ich jetzt auch gar nichts zu. Gut, wen hast du auf links außen? Auf links außen habe ich einen Brian Heinrich vom TV Kirchzell, damals bei den Junioren zusammengespielt. Er hat in Obernau gewohnt, ich in Sulzbach. Das heißt, wir sind jeden Tag zusammengefahren. Damals noch seine Mutter, dann wurde er 18, hat er mich jeden Tag mitgenommen, weil ich ja ein halbes Jahr jünger bin, beziehungsweise 3-4 Monate. Auch super Freundschaft. Ich weiß noch, damals waren wir im Baum zusammen mit Tobi und Luis Franke. Tobi Raab und Luis. Ja. Und wir wussten nicht, wie wir heimkommen. Da gab es so einen Shuttlebus. Das hieß damals das Motto, wie hieß denn das? Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall sind wir da raus und der letzte Shuttlebus ist gefahren. Wir haben einfach aus Witz gesagt, hier, kannst du uns mal nach Obernau fahren? Weil der Brian ja in Obernau fährt. Der Busfahrer, ja, kein Problem. Hat er uns einfach nach Hause gefahren. Ja, der Baum, das war auch, ich glaube, das war der Apfelbaum, war das erste Mal, wo ich irgendwie mal fort war. So mit 16. Ja, das hat damals so angefangen, mit 16 konntest du da auch schon mal rein, ja. Ich damals mit Mutti-Zettel als Jüngster, ne. Ja, so ist das, so hat das so hat alles angefangen. So hat alles angefangen, ja. Okay, ist der aktuell verletzt? Ja, der hat mit der Leiste Probleme. Wir haben vorletzte Woche kurz gequatscht vorm Spiel. Muss wahrscheinlich auch operiert werden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja, weil er hat ja im Hinspiel gegen uns hat er auch nicht mitgespielt. Da hat es angefangen, ja. Ah, okay. Und seitdem schleppt er da irgendwas mit sich rum. Scheiße, okay. An der Stelle vielleicht gute Besserung. Genau, gute Besserung. Wen hast du auf Rückraum links? Da habe ich einen guten Kumpel in schlechten Zeiten gefunden. Mhm. Jonas Arnsmeier, mein Weizenbuddy. Dein Weizenbuddy, ja. Aus Großbiberau. Genau. Wie wir da teilweise sonntags auf der Platte standen. Das kannst du keinem erzählen. Oma, Oma, der
Vorabend einen drauf gemacht, oder was? Naja, wir waren ja samstags mit der ersten unterwegs und dann sonntags Landesliga. Ein bisschen klickern dann. Genau. Okay. Haben wir uns teilweise gefragt, was machen wir hier eigentlich so okay. auf die Art. Ja. Nicht von der Leistung her, sondern so vom Körperlichen her. Mit dem Schädel. Gut, ey. Geil. Ja. Und, also das heißt, ihr war dann mit dem, ach so, die erste hat dann gespielt und dann nach dem Spiel von der ersten Seite. Ja, also ich war auch öfters bei ihm in der WG dann vorm Spiel. Okay. Haben schöne Zeiten verbracht vor den Spielen. Das macht er jetzt hoffentlich nicht mehr. Nee, daraus haben wir gelernt, soll man nicht machen. Damals waren wir noch jung und dumm. Ja. Also, ich wollte es gerade sagen, ey, ich würde sowas auch niemals machen, vom Spiel fortgehen. Ich meine, ich sage ja immer Freitag. Du kündigst es ja immer an. Ich kündige es sogar an, ne? Also es, für die Leute, die sich jetzt fragen, worüber reden die da, es hat sich so eine kleine Tradition entwickelt, im Abschlusstraining, einen Tag vorm Spiel, stehe ich dann immer im Kreis und sage dann, ja hier, der Luca und ich, wir gehen jetzt noch nach Frankfurt in den Club. Wer will mit? Wer will mit, ne? Also ich fahre auch, kein Problem. Ja, also ich kündige dann immer groß an, dass ich vorm Spiel einfach saufen gehe, aber mache ich natürlich nicht. Das weiß halt keiner, ne? Also, so. Ja, das weiß keiner, was ich mache, aber nee, ich kann sagen, ich gehe da nicht weg. Mache ich ungern. Ja. Okay, wen hast du auf Rückraummitte? Auf Rückraummitte, gut, aus der Nationalmannschaft könnte ich da natürlich auch einige nennen, aber mache ich nicht. Wie du magst. Ja. Die Verbindung da nach Plauen habe ich. Die Jungs waren letzte Woche da, Luis Hertl. Die waren in der Halle, ne? Genau, die waren zum Spiel da, sind freitags schon gekommen zu Besuch. Haben jetzt immer noch Kontakt. Ich war an Silvester auch in Plauen. Sind gute Freunde geworden, ist ein super Mittelmann. Witzig ist, dass wir zusammen angefangen, also in Plauen haben wir angefangen in der Vorbereitung, kamen ins Gespräch und hat sich herausgestellt, dass wir schon in der A-Jugend-Bundesliga gegeneinander gespielt haben. Ah, okay. Ja, damals in Eisenach. Okay. Ziemlich witzig, weil wir konnten uns beide nicht dran erinnern, aber anscheinend haben wir gegeneinander gespielt. Okay. Ja, aber ich finde das total krass, ne? Also du warst 2 Jahre in Plauen. Was da für Freundschaften dann entstehen können, ne? Also in so Corona zu Dank, ja. Also wir haben ja auch nur 5, 6 Spiele gehabt, haben dann kaum noch trainiert. Und okay. So wurde dann. Ich habe damals noch keine Arbeitsstelle gehabt. Ah, okay. Und da hat man schon ein bisschen Freizeit gehabt. Okay. Also du würdest sagen, ne, man lernt sich außerhalb vom Training dann besser kennen als im Training selbst. Beides würde ich sagen. Dann halt anders. Anders. Lernt man sich nach dem Training hauptsächlich. Okay, geil. Wen hast du vollkommen recht? Ja, da hatte ich so eine richtige Kante in der Bezirksauswahl, aber den nehme ich auf keinen Fall. Das war nicht, aber nicht der Basti Krämer, oder? Nee. Oh, ich dachte gerade schon. Das wäre geil gewesen. Ich meine Luca natürlich. Ach so. In der Bezirksauswahl. Ja. Der war als 99er bei uns dabei. Ja. Ach stimmt, okay. Ich hab einen Ingo, falls du dich Tobi erinnern Raab, kannst. Tobi genau. Raab, okay, Tobi Raab. Ja. Auch Freundschaft fürs Leben wahrscheinlich, also Kontakt ist auch nicht weggegangen, als ich in Plauen war. Er hat ja in Bamberg studiert, ich habe ihn auch in Bamberg besucht, sind wir auch mal weggegangen in Bamberg. Habe ihn auch öfters aus Bamberg mit nach Hause genommen. Der Kontakt ist einfach immer noch da, der geht nicht so einfach weg. Der geht auch nicht so einfach weg, ja. Nee. Ja, nee, weil du gerade vom Luca auch gesprochen hast. Gestern im Training kam der Luca nur, also Luca Braun, unser Rückraumrechter, für die, die es nicht wissen, kam dann zu Jukas und mir und hat gesagt, ey, nehmt doch morgen einen Podcast auf, oder? Und wir dann so, ja, Jukas, wenn ich bei dir nicht in der Top 7 bin, dann werde ich böse. Tut mir leid, Luca, aber keine Chance. Ja, Luca, also du wirst es wahrscheinlich hören. Luca, liebe Grüße an dich und bis später. Genau, also geil. Okay, wen hast du auf rechts außen? Auf rechts außen habe ich den anderen Papagei, der dabei war, letztes Wochenende. Philipp Trommer Ernst, mein Papagei. Okay. Friseur hat sich immer um mich gekümmert in Plauen. Alter, das ist natürlich auch Jackpot. Das war ein Luxus, ja. Und dafür auch nochmal danke, falls er es hört.
hat mir da öfters die Haare geschnitten in der Halle vorm Training. War schon geil. Also. Das ist Jackpot, ey. Hast ja gut, schon. Wir hatten in Groß-Weilstadt hatten wir auch einen, der gedacht hat, er wäre Friseur, hat dann auf einmal von der halben Mannschaft die Haare geschnitten, Savas, Savas. Einfach alle zwei Wochen hat er da seine Tasche mit dabei gehabt. Und Hat geübt. Und dann kam, ich gehe jede Woche zum Friseur, ne, das wussten die Jungs dann auch. Und dann kam er immer und so hat gesagt, ey, Türke, guck dir das mal an und so, sieht gut aus, oder? Seid noch null. Und ich sage so, oh, Savas. Ich glaube, ich gehe lieber zum Friseur. Also, das ist mir dann doch zu riskant hier. Ja, also so ein Friseur in der Mannschaft. Das hat so einige Vorteile für ein paar Bierchen, den schneidet er dann schon die Haare. Cool, ja. Schon ganz cool. Okay, kommen wir zur letzten Position. Wen hast du am Kreis, auf deiner Position? Wen hast du da? Ja, auch einen guten Freund in schlechten Zeiten kennengelernt. Ja. Ein David, den ich gerne aufgestellt hätte, aber ich komme nicht drum rum, in Kuraz alias die Krake aufzustellen. Leon, die Krake, David. Die Krake. Leon, David, genau. Was er gar nicht erzählt hat, wir kennen uns schon ewig. Also sein Vater hat meine Mutter damals trainiert, als wir 5, 6 Jahre waren. Wir kennen uns jetzt 19 Jahre. Mhm. Okay. Du musst ihn aufstellen. Ja. Ich hätte gerne David genommen, ja, aber... Ich habe mir auch eben gerade, als ich gesagt habe, okay, wen hast du im Kreis, ist mir so aufgefallen, Alter, der David und, also der Leon hat dich ja auch genannt, ne? Das heißt, du musst ja irgendwie auch einen Leon jetzt nehmen, weil sonst wäre es ja doof. Nee, muss ich nicht. Also er wäre mir nicht böse, glaube ich, wenn ich ihn nicht genommen hätte. Ja. Aber da hast du, ich meine, mit dem David, das kriege ich ja immer mit, wie eng ihr zueinander steht. Ihr seid ja auch gute Freunde. Hast du ja selbst gestern gesehen. Ja. Wir hauen uns da auf die Fresse. Und ich meine, ich habe ihn gestern in den Arm gegriffen. Ja. War ein bisschen viel. Er hat mir dann im nächsten Angriff eine mitgegeben, habe ich gesagt, ja, habe ich mir verdient. Ist okay. Ja, das ist halt nun mal so im Handballtraining, ja. Aber da ist ja niemand dann... Das gehört einfach dazu. Und nach dem Training ist halt auch alles wieder gut. Ja. Auch wenn du mal einen Ball ins Gesicht kriegst. Ich meine, bist du ein bisschen sauer, aber... Ey, nee. Nein, also ich muss sagen, bei mir ist es wirklich... Ich werde dann nur sauer, wenn es halt wirklich jetzt das 8. oder 9. Mal dann irgendwann passiert, weißt du, ich meine, also wir haben da einen Spezialisten in der Mannschaft. Der Nasenbrecher. Der Nasenbrecher, genau, gestern gab es eine gebrochene Nase bei uns im Training, aber ja, wenn mir halt niemand, seitdem ich in Hanau spiele, hat mir niemand außer er, ich nenne jetzt den Namen nicht, außer er in die Fresse geworfen, ne, und das 4 oder 5 nicht Mal. Nur dir, glaube ich, nicht nur Fabi noch genauso. Auch, ne? Und ja, das... Da werde ich dann halt auch irgendwann mal böse. Passiert. Passiert auch einfach, ja. Gut, ja, ich meine, im Spiel, ich meine, ich habe jetzt die letzten Spiele, auf einmal kriege ich die Bälle ins Gesicht, ne? Ja, da hast du halt aber auch gut geschauspielert, ja, oder? Ja, wann denn, bei welchem Ball? Gegen Tom Spieß hier zum Beispiel. Ja, gegen Tom Spieß, aber den, ich meine, das der war ja ein Streichler, ehrlich gesagt. Der Ball landet, aber ich habe ja nicht gesagt, es tut so weh, sondern hier gibt es so Minuten. Ich meine, und dann der Leon David, da kriege ich den Ball ins Gesicht. In Niederroden gegen Lukas Eisen kriege ich einen Ball ins Gesicht. Stimmt. Gegen Mundenheim, der Kreisläufer wirft mir auf den Kopf. Gab aber auch jedes Mal 2 Minuten, oder? Es gab immer 2 Minuten, ja. Ziehen es komplett durch. Die ziehen es durch. Es gab wirklich immer 2 Minuten. Ja, ist cool. Zum Glück kann ich keinen Leger werfen. Ja, zum Glück. Zum Glück. Kann ich so sagen als Torwart. Okay, machen wir weiter. Und wen hast du als Trainer? Da habe ich wie Tobi und Fondi. Auch die 3 Trainer in der Jugend, in der Juniorenakademie, mit dem Andi Slowik, Jan Redmann und Hannes Geist, einfach super Trainer gehabt, die mich super weitergebracht haben. Der Hannes vor allem mental, weiß ich noch, wenn er neben der Bank mit seinem Extrastuhl neben der Bank saß und wenn ich mein Aua hatte, saß er da mit einem Taschentuch und hat so gewedelt. Hat mich halt immer verarscht, aber es hat mich halt auch weitergebracht mental. Okay. Fand ich in dem Moment halt absolut... Nicht lustig. Nicht lustig, ja. Aber im Endeffekt lache ich jetzt darüber. Der saß neben der Bank mit dem Stuhl, der hat aber nicht wirklich ein Taschentuch rausgeholt, doch, oder? Doch. Alter, Hannes, was ein Typ, ey. Unfassbar. Ja, aber ich meine, ist trotzdem in meiner Top 7 als Trainer gestellt. Der Hannes. Mit dem Jan Redmann zusammen, ja. Hannes und Jan Redmann. Die waren ja damals... Unser Duo, okay. So würde ich also so auch beide hinstellen. Das erste Trainer-Duo hier in der Top 7. Ja gut, ich würde mal sagen, mittlerweile hat sich da auch so eine gewisse Konkurrenz
oder was, eine Rivalität, sage ich mal, zwischen den beiden. Ne? Also so ein Haske, der Jan Redmann ist ja Trainer von Niederroden, der genau. Hannes bei uns. Nicht nur die Mannschaften haben da so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Platte, auch die Trainer irgendwie, habe ich so das Gefühl. Aber ja, gut, dass du jetzt beide als deine Trainer in der Top 7 aufstellst, ist ja auch cool. Ja, okay, Jukas, ich danke dir dafür. Wir haben jetzt fast genau 45 Minuten rum. Ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Schluss. Ich gehe jetzt heute Abend noch zum TVG in die Halle, gucke mir das Spiel gegen Nordhorn an. Da ist ja heute die Nordhorner, der Tarek spielt ja dort, ein alter Mannschaftskollege von mir. Schaue ich mir mal an. Was steht bei dir heute auch noch auf dem Programm? Ein Fotoshooting. Also genauer, das weiß ich noch nicht. Ich bin aber auf jeden Fall wieder in der Halle. Okay, genau. An du meinem freien Tag. Ja, genau. Stimmt, wir haben heute trainingsfrei bekommen und du wirst trotzdem in die Halle bestellt. Ich darf trotzdem in die Halle, ja. Gut, der Hannes, ich zu einem Fotoshooting lädt er halt auch einfach die hübschesten Spieler ein. Modellathlet, ne? Wie genau, gesagt. Modellathlet lädt er ein. Okay, geil. Ja, genau, und damit kommen wir zum Schluss. Das war Folge 12 von Kabinengeflüster, präsentiert von der Raiffeisen Volksbank Aschaffenburg. Und damit hören wir uns. Erstmal vielen Dank, Jukas. Danke dir auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und genau, damit hören wir uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.